Die Raumfahrt-News in unter 60 Sekunden. Der lange erwartete Static-Fire-Test von SpaceX Starship Booster 7 ist erfolgt. Laut SpaceX ging der Test über die gesamte geplante Dauer. Und laut Elon Musk würde das Starship trotz zwei ausgefallener Triebwerke wie jetzt bei diesem Test in den Orbit kommen. Und genau das soll als nächstes passieren. Dazu aber gleich mehr. Die indische Raumfahrt hat ihr Small Satellite Launch Vehicle erfolgreich gestartet. Virgin Orbit gibt mögliche Ursache für den Fehlschlag ihres kleinen Satellitenträgers Launcher One bekannt. Das und noch viel mehr mit allen Hintergründen in voller Länge nur auf YouTube in den Senkrechtstarter Raumfahrt News. Eilmeldung nach Redaktionsschluss. Der mit der ISS gedockte russische Progressfrachter MS-21 hatte einen Druckabfall. Die Verbindungsluke zur internationalen Raumstation wurde verschlossen. Es bestand Stand Samstagnachmittag keine Gefahr für die Crew. Der mit einer Soyuz-Rakete gestartete unbemannte Frachter befindet sich seit dem 28. Oktober an der ISS. Am 15. Dezember 2022 wurde bereits ein Leck an dem bemannten Soyuz-Raumschiff Soyuz MS-22 entdeckt. Da Soyuz und Progress sich baulich sehr ähnlich sind, liegt die Vermutung nahe, dass es sich um einen systematischen Fehler handelt. Bisher wurde für Soyuz MS-22 ein Mikrometeorit als Fehlerursache angenommen. Soyuz MS-23 sollte eigentlich am 20. Februar als Rettungsboot für die gestrandete Crew von Soyuz MS-22 gestartet werden. Schauen wir uns zuerst mal die Starts der vergangenen Woche an. Am Sonntagmorgen, den 5. Februar, wurde von Baikonur in Kasachstan eine Proton-M gestartet. An Bord ein russischer Elektro-L-Wettersatellit für eine geostationäre Umlaufbahn. Leicht verschoben hatte sich der SpaceX Falcon 9 Start mit dem Amazonas Nexus Kommunikationssatelliten. Ursprünglich für Sonntag geplant, fand der Start dann am Dienstagmorgen um 2.32 Uhr MEZ statt. Auch der Satellit Amazonas Nexus, der Lateinamerika abdecken soll, ist für den geostationären Orbit. Ebenso leicht verschoben der Frachtversorgungsflug mittels Soyuz. Der Progressfrachter MS-22 wurde von Roscosmos mittels Soyuz 2.1a am Donnerstag, den 9. Februar, von Baikonur aus gestartet. Der erste indische Start im Jahr 2023 war am Freitagmorgen des 10. Februars der erste erfolgreiche Flug des SLV. Um 4.48 Uhr MEZ ist das SSLV zum zweiten Mal abgehoben, also der erste Start nach dem fehlgeschlagenen Jungfernflug. Der Start des sogenannten Small Satellite Launch Vehicle dürfte besonders von allen Raketen-Startups beobachtet worden sein, die mit ihren Micro-Launchern auf den gleichen Markt abzielen. Und das bringt uns direkt in die Raumfahrt-News. Genau dieser Markt, der ist jetzt schon heiß umkämpft. Wie SpaceNews.com vom Small Sat Symposium berichtet, sorgen die Rideshare-Flüge von SpaceX mit der Falcon 9 für einen riesen Kostendruck, der den Betrieb der etablierten Kleinträger, die es aktuell gibt, wie zum Beispiel die Electron, finanziell extrem schwierig macht. Adam Spice, Finanzchef von Rocket Lab, wird wie folgt zitiert. SpaceX habe dem Markt eine Menge an Volumen entzogen und Rocket Lab habe massiv unterschätzt, wie schwierig die Entwicklung und der Betrieb von der Electron am Ende gewesen ist. Und dass aktuell viele diesen Fehler machen, sie unterschätzen, wie schwierig das Startgeschäft wirklich ist. Er gibt die düstere Prognose, dass die Raketen-Startup-Branche vor einem großen Aderlass steht und nur die bestangepassten überleben werden. Da mag bestimmt etwas dran sein, aber wir sollten das vielleicht auch als Abschreckung von Rocket Lab von Nachahmern verstehen. Auf der gleichen Veranstaltung, also dem Small Sat Symposium, sagte der Virgin Orbit CEO Dan Hart, es sei noch zu früh, um die Ursache für das Scheitern des Flugs des Launcher One des Unternehmens am 9. Januar auf der Mission Start Me Up vom Weltraumbahnhof Cornwall in England abschließend zu nennen. Aktuell habe man ein Bauteil im Triebwerk der zweiten Stufe der Rakete im Visier. Ein kleiner Filter von etwa $100 im Triebwerk der zweiten Stufe hat sich wahrscheinlich gelöst und im Triebwerk Schaden angerichtet, der dann zum Verlust der Rakete geführt haben könnte. Kleinträger, die zielen auch darauf ab, einzelne Satelliten innerhalb von Konstellationen von Satelliten zu ersetzen. Ganze Konstellationen von Satelliten werden dann aber doch eher auf Raketen mit größerer Nutzlast gestartet. Ja, und die Rakete, die mehr Nutzlast befördern soll als alles, was es bisher gab, ist das Starship von SpaceX. Genau das hat gerade wieder einmal einen extrem wichtigen Meilenstein passiert. Dazu gleich mehr. Mit Senkrechtstarter versuche ich seit 3 Jahren jede Woche aufs Neue den deutschen Sprachraum für Raumfahrt zu begeistern. Wenn du mich dabei unterstützen magst, kannst du Folgendes tun. Ja, Like da lassen, abonnieren, mit anderen unter dem Video in den Kommentaren interagieren, mich weiterempfehlen und meine Videos teilen. Ja, und natürlich der direkte Weg, Schutzengel werden. Hier wieder ein großes Dankeschön an meine Schutzengel, die Senkrechtstarter durch ihre regelmäßigen Spenden monetär unterstützen. Wenn auch du Senkrechtstarter dabei unterstützen möchtest, den deutschen Sprachraum für Raumfahrt zu begeistern, findest du unter dem Video einen Link zur YouTube-Kanalmitgliedschaft oder dem Senkrechtstarter Patreon. Vielen Dank, Hashtag Team Space.
Eine Rakete, die Astronauten im NASA-Artemis-Programm auf den Mond bringen soll. Das SpaceX Starship hat einen wichtigen Meilenstein passiert. Wenn du wissen magst, was das Starship ist und wie es funktioniert, unter dem Video findest du meine Zusammenfassung. Es hatte sich vorab angekündigt, sowohl Elon Musk als auch ranghohe SpaceX-Offizielle haben von einem Test aller Triebwerke an Starship Booster 7 gesprochen. Zur Erinnerung, der bisher größte Test hatte mit 14 Triebwerken stattgefunden. Für mich dann der ultimative Hinweis auf diesen Test auf der Commercial Space Transportation Conference, veranstaltet von der Federal Aviation Administration am 8. Februar. Dort kündigte SpaceX-Präsidentin Gwynne Shotwell den Static Fire für den Donnerstag, den 9. Februar an. Auf dieser Konferenz hat sie eine Menge beachtenswerter Dinge gesagt, dazu später mehr, aber erstmal zu dem Test. Es war nicht mehr die größte Rakete aller Zeiten, denn SpaceX hatte ja die zweite Stufe, also das eigentliche Starship, von dem Erststufenbooster heruntergenommen. Fun Fact: SpaceX hat mal einen Static Fire mit Nutzlast durchgeführt, bei dem Rakete, Nutzlast und Pad verloren gegangen sind. Seit diesem katastrophalen Test am 1. September 2016 hat SpaceX Static Fires dann nur noch ohne Nutzlast durchgeführt. Aber zurück zum Static Fire Test und Booster 7. Mit 69 Metern Höhe ist der Booster zwar nicht die größte Rakete aller Zeiten, aber trotzdem imposant und nur Falcon 9 und Delta 4 und SLS sind aktuell größer. Das wird sich aber schnell ändern, wenn das Starship mit seinen 120 Metern abheben wird. Die größte und leistungsstärkste Rakete aller Zeiten. Den ersten Betankungsversuch hatte man am Donnerstagabend wohl abgebrochen, um dann gegen 21 Uhr MEZ erneut zu starten. Das konnte man auch gut auf den Livestreams von vor Ort sehen. NASA Spaceflight, Lepardo und die vielen anderen, vielen, vielen Dank für eure tolle Arbeit von vor Ort. Ja, Frostmarken zeigten sich entlang der Edelstahl-Tankwände. Der untere der beiden Tanks, der Sauerstofftank, der wurde voll befüllt, während der obere Methantank nur etwa zu einem Sechstel befüllt wurde. Ich würde jetzt annehmen, dass man den Sauerstoff hauptsächlich als Gegengewicht für diesen Test bis oben befüllt hat, um die Startinfrastruktur zu entlasten. Ja, die Eismarken sind für Raketen mit kryogenen Treibstoffen ja normal, auch wenn man sie jetzt hier auf dem Edelstahl besonders gut sehen konnte. Kryogen meint, dass der Oxidator Sauerstoff und der Treibstoff Methan, die ja bei Umgebungsbedingungen normalerweise gasförmig sind, zu einer Flüssigkeit heruntergekühlt wurden. Für Sauerstoff sind das je nach Druck etwa minus 182 Grad Celsius, für Methan minus 162 Grad Celsius. Ja, diese Temperaturen, die kühlen die Tankwand, auf deren Außenseite sich dann die Luftfeuchtigkeit niederschlug und Eis bildete, die dann die Frostmarken außen zeigte. Spätestens als Elon Musk dann twitterte, dass er selbst den Test auch beobachtete, war der Community klar, es wird heiß. Doch erst wurden mit dem Engine Chill die 33 Raptoren gekühlt, ja, damit die kryogenen Betriebsstoffe in zu warmen Triebwerken nicht schlagartig gasförmig werden. Das könnte die sonst nämlich zerreißen. Kurz nach 22 Uhr MEZ, also unserer Zeit, dann Sirenen und ein nicht angekündigter SpaceX Livestream. Da hatte ich mich dann richtig geärgert. Ja, was dann alles hinter den Kulissen in Panik zerstört wurde, das zeige ich euch am Ende des Videos. Auf dem SpaceX Stream wurde ein 40 Sekunden Countdown eingeblendet, der erst angehalten war, der sich jedoch als nicht sehr akkurat entpuppte. Denn auf T-16 Sekunden begann das Monster dann für etwa 6 Sekunden zu feuern und eine Menge Staub aufzuwirbeln. Auf den von SpaceX nachträglich veröffentlichten Drohnenaufnahmen konnte man die Feuerfront der Triebwerke deutlich besser begutachten als auf der Seitenansicht des Livestreams. Bemerkenswert hier, SpaceX hat ja keinen Flame Diverter, also keine Vorrichtung, die die Flammenfront seitlich von der Rakete weglenkt. Ja, und auch kein großes Schallunterdrückungssystem. Etwas, worüber im Vorfeld sehr, sehr viel und sehr heiß vor allem diskutiert wurde. Was mit Sicherheit aber beeindruckend war, ist die Flammenfront, die nach dem Abschalten der Triebwerke noch um den Booster gezüngelt ist. Wir erinnern uns, der Booster ist 9 Meter breit. Die Flammen, die da also noch zu sehen sind, ja, die haben Ausmaße von Häusern. Ich denke, der Grund wird sein, Raketentriebwerke, die werden ja nicht stöchiometrisch, also im richtigen Verhältnis von Treibstoff und Oxidator betrieben, also was man normalerweise für eine vollständige Verbrennung brauchen würde. Hintergrund ist da die Zusammensetzung des Abgases. Für den Schub ist es günstiger, wenn das Abgas leicht ist. Was wir sehen, ist meiner Meinung nach unverbranntes Methan, das zusammen mit dem atmosphärischen Sauerstoff reagiert und verbrennt. Aber das wird bestimmt in den nächsten Tagen geklärt werden. Laut Elon Musk ist eines der 33 Raptor-Triebwerke vor dem Test ausgefallen und eines während des Tests. Bei einem echten Start hätten die 31 Triebwerke aber, so seine Einschätzung, trotzdem gereicht, um einen Orbit zu erreichen. Das Kompensieren von ausgefallenen Triebwerken im Flug, das wurde ja immer mal wieder als Feature von der Falcon 9 und der Falcon Heavy angeführt. Mittlerweile hat SpaceX auch ein paar Daten zu dem Test veröffentlicht.
Der Super Heavy Booster 7 hat laut SpaceX bei diesem statischen Dauerfeuertest mit 31 Raptor-Triebwerken einen Schub von etwa 3600 Tonnen erzeugt. Ja, und wie SpaceX weiterschreibt, ist das weniger als die Hälfte der Gesamtkapazität des Boosters. Aber immer noch deutlich mehr als die Saturn V Mondrakete der NASA im Apollo-Programm. Die aktuelle NASA-Mondrakete, das SLS von Artemis 1, hat zwar noch nicht die Nutzlastkapazität der guten alten Saturn V, aber durch seine beiden Feststoffbooster hält es den aktuellen Schubrekord für eine Rakete, die tatsächlich einen Orbit erreicht hat. Den aktuellen Schubrekord für eine Rakete, die tatsächlich abgehoben ist, hält seit 50 Jahren mit 4500 Tonnen Schub die sowjetische N1, obwohl sie ja wegen ausschließlicher Fehlschläge nie einen Orbit erreicht hat. Wie stark der Test nun wirklich war, ist eigentlich auch nicht so fürchterlich wichtig, denn wie Gwynne Shotwell sagte, ist es der finale Test vor einem Orbitalflug des Starships. Sollte die Rakete dann wirklich auf einen ersten Flug abheben, also das gesamte Starship, dann hätte sie in jedem Fall eine Menge an Rekorde eingestellt. Was meinst du? Wird SpaceX den Test wiederholen, weil nicht alle 33 Triebwerke gefeuert haben? Oder ist der nächste große Test dann der Orbitalflug? Schreib mir und den anderen doch gerne deine Einschätzung unter dem Video in den Kommentaren. Ein Orbitalflugtest benötigt allerdings noch eine FAA-Startlizenz. Die steht immer noch aus. So sprechen externe Beobachter von einer Menge an Vögeln, die plötzlich durch den Test aufgeschreckt wurde. Inwieweit das Auswirkungen auf das Umweltgutachten haben wird, das muss sich zeigen. SpaceX hatte hier ja im letzten Juni Auflagen bekommen, aber ich bin mir sicher, wenn sich der Sachverhalt ändert, dann werden sich auch die Auflagen ändern. Bezüglich des Umweltgutachtens sagte Gwynne Shotwell vor dem Test, dass man an allen Abhilfemaßnahmen für dieses Umweltgutachten gearbeitet habe. Ja, und weiter, sie denke, sie werden für den Orbitalflugversuch bereit sein, sobald dann auch die Lizenz vorliegt. Selbstbewusst sagte Shotwell, SpaceX weiß, wie man in den Orbit kommt. Gleichwohl räumte auch sie ein, es gebe keine Garantie dafür, dass der erste Orbitalstart ein Erfolg wird. Ja, und dass das primäre Ziel bei diesem ersten Testflug der gesamten Rakete immerhin sei, dass die Startrampe nicht in die Luft fliegt. In diese Startanlagen hat SpaceX ja beträchtliche Summen investiert. Es kursiert grob die Zahl von $1 Milliarde. Es ist keine gewöhnliche Startanlage, sondern soll ja das eigentliche Ziel der Starship-Entwicklung ermöglichen, also die schnelle, vollständige Wiederverwendung. Dazu habe ich die Woche gerade eine Technik-Episode gemacht, verlinke ich euch unter dem Video. Zu dieser Idee, also der vollständigen Wiederverwendung, sagte Shotwell, das Starship soll betrieben werden wie ein Verkehrsflugzeug, also mit Dutzenden von Starts pro Tag, wenn nicht sogar Hunderten von Starts pro Tag. Ja, was Mechazilla damit zu tun hat, das verrate ich dir in meiner Technik-Episode in der nächsten Woche. Freut euch schon mal drauf. Auch wenn das aktuell nur schwer vorstellbar scheint, hat SpaceX schon Crewflüge mit dem Starship verkauft. Ja, und auch die Artemis 3-Mission der NASA würde ja Menschen mit dem Starship befördern. Wenn auch nicht starten. Das ist ja weiterhin mit dem SLS und mit Orion geplant. Nur die eigentliche Mondlandung würde das HLS Starship ermöglichen. Elon Musk jedenfalls war nach dem Test offensichtlich sehr optimistisch für das weitere Starship-Programm. Auf die Frage, wann es Menschen auf dem Mars geben wird, sagte er, er sei ein geborener Optimist, sonst gäbe es ja SpaceX und Tesla nicht. Er halte 5 Jahre für möglich und 10 Jahre für sehr wahrscheinlich. Nach der allgemeingültigen Umrechnung von Elon Time mittels E, also E gleich 2,72, entspricht das übrigens zwischen 13 und 27 Jahren. Shotwell gilt ja als die deutlich bodenständigere. Sie sagt, sie erwartet, dass Starship mindestens 100 Mal fliegen werde, bevor es zum ersten Mal Menschen transportiere. Laut spacenews.com sagte sie in einem Interview weiter, SpaceX habe für 2023 ja das Ziel, 100 Falcon-Starts durchzuführen und sie dann im nächsten Jahr gerne 100 Starship-Flüge durchführen würde. Sie allerdings eher damit rechnet, dass das 2025 soweit sein wird. Ich weiß nicht, wie es euch geht, aber mir wird ja ganz schwindelig von diesen Zahlen, obwohl ich es natürlich total aufregend finde und es gut tut, diese Ziele von der als bodenständig geltenden Shotwell zu hören. Inspirierende Frau, die schon jetzt meiner Meinung nach als eine der größten Aerospace-Ingenieurinnen unserer Zeit gilt. Trotz meiner gerade nach solchen Tests aus allen Poren tropfenden Apollo-Moment-Stimmung lehne ich mich mal wieder weit aus dem Fenster, näher dran als der Start des Starships. Ja, sind noch die Starts der kommenden Woche. Am Sonntag, den 12. Februar, möchte SpaceX von Cape Canaveral seine Falcon 9 mit Starlink-Internetsatelliten starten. Startzeit ist 5.42 Uhr MEZ. Am Mittwoch, den 15. Februar, plant Mitsubishi Heavy Industries den Jungfernflug der neuen japanischen Trägerrakete H3. Startplatz ist Tanegashima und die Startzeit, das wäre 5.42 Uhr MEZ. Auch am Mittwoch, den 15. Februar, perfekt zum Feierabend um 17.32 Uhr, plant SpaceX eine Falcon 9 mit Starlink-Internetsatelliten zu starten, und zwar von der Vandenberg Space Force Base in Kalifornien. Und die Senkrechtstarterwoche wird voraussichtlich auch von SpaceX beendet.
am Samstag, den 18. Februar, mit einem Falcon 9 Start von Cape Canaveral aus. Startzeit 4.58 Uhr MEZ und gestartet werden soll der von Airbus gebaute geostationäre Inmarsat 6 Kommunikationssatellit. Nach den Bildern ist beim Static Fire in Boca Chica nichts groß kaputt gegangen. Aber als SpaceX dann unangekündigt nur wenige Minuten vor dem Test einen Stream gestartet hat und der Grobmotor dann spontan auch live gehen wollte, musste ein ganzes Klemmbaustein-Apollo-Programm dran glauben. Dir hat's wieder gefallen? Like nicht vergessen. Du bist neu hier und willst weitere Neuigkeiten aus der Raumfahrt nicht länger verpassen? Unbedingt Senkrechtstart abonnieren. Denn auf Senkrechtstarter gibt's ja jede Woche mit den News die Neuigkeiten aus der Raumfahrt und mit den Technik-Episoden Hintergrundwissen für dich, wie die beeindruckende Technik hinter Raketenstarts funktioniert. Ich kann es kaum erwarten, dass wir die nächsten großen Sprünge da draußen unternehmen. Unser persönlicher Apollo-Moment. Wenn es dir genauso geht, like nicht vergessen. Bis zum nächsten Mal. Immer schön senkrecht bleiben. Dein Mau.